Die obligatorische selbstgedrehte. Die unverwechselbare Kutte. Die lässige Pose. Hallo, Asphalt-Cowboy. Hallo, Pete. Boah, der Kaffee war auch scheiße, ne? Wa? Ja, da wo ich jeden Tag doch freue, ist natürlich das Waldgeblase. Wenn man dann mal vergleicht, so die Jungs auf der Autobahn, die dösen den ganzen Tag vor sich hin und fahren immer geradeaus. Und bei uns ist es halt so, du kriegst die Order, Hackschnitzelladen, so, dann weißt du noch nicht wo und so weiter. Dann musst du dich mit dem Hackschnitzelfahrer in Verbindung setzen. So, du weißt noch nicht, was für Wege führen dahin. Alle Wege führen nach Rom, aber zum Häcksler will keiner. Ja, es ist jeden Tag ein neues Abenteuer. Ja, so wie heute. Pete's Job führt ihn über die verstecktesten Schleichwege. Ich muss mal hinkriegen, wo wir hier lang müssen. Das soll irgendwo eine Autobahn sein. Da wird wohl der Parkplatz erweitert oder so ein Kram. Da haben die einen Haufen Bäume weggemacht. Aber ich sehe da hinten schon was. Ja. Aber nur jetzt müssen wir da irgendwie hinkommen. Der Weg geht da zu Ende. Ja, Pete hier. Ich sehe dich von hier aus, ja. Und meinst du, den Sandweg kann man fahren, ja, aber? Ja, ja, ich schätze mal, das ist ein Feldweg. Aber ich fahre da mal rein, scheißegal. Ja, ich knall hier mal durch, der passt schon. Mein Kram mit dem Festhalten. Staub ein bisschen, aber was ist dann tun, ne? Jo, das alte Schlagloch und sein Kind. Mann, das ist auch eine scheiß Ecke, ne? Ja. Ah, glaub es gleich, ne? Jupp. So, dann lassen wir die Mühle mal ein bisschen fliegen, weil man hat ja auch einen Ruf zu verlieren, weißt du? Und ich bei ihm ankommen und er hat keine Tränen in den Augen, dann hat er sich genug gestaubt.